Oh, schade, jetzt dachte ich, kommt ein richtig schöner Vorspann vom Spiel, aber so ist es nicht ganz. Das ist jetzt gerade, ich bin ein bisschen baff, weil das Hauptmenü ist ja einfach mal was komplett anderes als im letzten Jahr, besonders als die letzten Jahre davor. Das war ja fast immer dasselbe gewesen, nur mit einer neuen Aufmachung, was mich gar nicht so weit gestört hat. Aber das ist dann doch schon mal ein ganz neues Erscheinungsbild. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen zu MotoGP 22. Es ist der 21.04. Es ist Release-Tag und es ist 2.30 Uhr ungefähr. Schön zum Release, wo es freigeschaltet wurde, mache ich für euch das allererste Video. Und in diesem geht es hier nur so ein bisschen um die Einführung. Zum Beispiel, wir gucken uns mal an, was gibt uns denn dieses Hauptmenü? Was bringt es uns? Was haben wir hier Schönes vor uns? Ich habe schon vornherein wahrscheinlich unseren Avatar erstellt. Ich weiß nicht, ob der auch später in die Karriere mit reinkommt, aber das können wir uns gleich mal ganz entspannt hier in diesem Video angucken. Wie gesagt, das Hauptmenü finde ich echt schick gemacht. Also wir gehen mehr und mehr in diesen wirklich sehr detaillierten Motorsport der MotoGP mit der unter Moto2, Moto3 und natürlich der MotoGP. Ich denke mal, wir werden auch andere Klassen haben. Die letzten Jahre waren ja vollgespickt mit neuen Klassen. Zum Beispiel haben wir auch die MotoE, wo denn die E-Motoren an Motorrädern auch uns zur Verfügung standen und noch einige andere Klassik-Sachen, zum Beispiel Nine Season 2009. Erlebe die legendärsten Momente der unglaublichen Saison 2009, in der vier der besten Fahrer der MotoGP-Geschichte um die Meisterschaft kämpften. Okay, ansonsten haben wir natürlich eine neue Karriere, schnelle Moi, da können wir wahrscheinlich ein schnelles Rennen machen. Wir haben mehr Spieler, Training, Inhalte zum Herunterladen und Anpassung. Anpassung können wir uns mal gleich mal angucken. Da haben wir mitunter Fahrer und da können wir uns gleich mal angucken, was haben wir denn hier. Ich gehe mal davon aus, wir werden mitunter hier eine Anpassung für den Fahrer, so jetzt zum Beispiel für den Online-Modus haben, sowie aber auch für die Schnellmodus. Für die Karriere ist da mal separat, aber komm, wir gucken uns einfach mal jetzt hier in dieser Rubrik die Anpassungsmöglichkeiten an, zum Beispiel vom Fahrer. Den habe ich jetzt in vornherein, oh, beziehungsweise den erstellt, den vornherein schon erstellt. Hatte ich schon so ein bisschen gesagt, ich finde das ganz cool. Der Look der Charaktere sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben mittlerweile die Möglichkeit, was ich auch ein bisschen erstaunlich finde, auch Frauen hier auszuwählen. War mir jetzt nicht so gewesen, dass die letzten Teile waren, aber ich kann mich auch irren. Ich mache im Übrigen auch noch ein Video dazu, wie ich GP21 und GP22 hier ein bisschen von der Grafik vergleiche. Im Übrigen, MotoGP22 läuft jetzt hier auf der Xbox Series X, auch mit der Version der Xbox Series X. MotoGP21 noch mit der älteren Version. Und was wir auch machen können, wir können mittlerweile auch transgendern. Wir haben auch Identität. Wie heißt, wir können zwar einen Mann wählen, aber der vielleicht vorher eine Frau war oder eine Frau ist. Ich sehe das selber manchmal nicht durch, aber das ist halt auch möglich. Helmdesign, natürlich. Ich finde auf alle Fälle, das sieht alles jetzt wesentlich realistischer aus. Das ist richtig schick aus. Ist natürlich auch schön in Szene gesetzt durch das Hauptmenü, die Darstellung des Hauptmenüs. Wir sind hier auch wirklich in so einem großen Raum mit LEDs. Das gibt es einfach noch ein bisschen natürlicher und schöner wieder. Finde ich cool. Nummern ist natürlich klar. Da hat sich vielleicht eine 89 aufgemacht. Nein, schade aber auch. Was ich aber gerne mal gucken möchte mit euch, ist natürlich meine Kreation. Wir können aber auch mal gucken, ob wir vielleicht ein paar Nummern noch erstellen können und wie einfach und wie schwer es ist, diese vielleicht zu übertragen. So, Fahrersticker. Wir können natürlich hier auch dann andere Fahrersticker nehmen, zum Beispiel Iceman. Ist sogar teilweise, glaube ich, schon vorgespeichert, was ich so in den letzten Teilen genommen habe. Und die kommen natürlich jetzt hier hinten alle rauf. Da könnt ihr aber natürlich auch eigene Kreation denn selbst erstellen, genauso wie Handschuhe. Also da hat sich nicht viel geändert. Aber man sieht, es ist, und da ich das auch ein bisschen reinzoomen können, es ist detaillierter alles hier. Finde ich sehr schick. Knieschleifer, also da hat sich nicht viel geändert. Die Stiefel könnt ihr auswählen. Den Anzug an sich natürlich. Generell, wenn ihr euren selber eigenen erstellen wollt, ist natürlich nochmal ein bisschen interessanter. Hier ist natürlich erst der standardisierte. Wir haben nämlich jetzt hier eine Yamaha vor uns. Der Fahrerstil ausbalanciert. Wir haben zentriert. Wir haben Ellbogen am Boden. Dieser Stil wird bei jüngeren Fahrern immer beliebter.
Wir haben Schultern raus. Ich glaube, das war mitunter von Marquez gewesen. Nein, ah, Verzeihung. Das schaffe ich die letzten Jahre immer wieder, wa? Man denkt immer schon, das ist die Grenze. Nein, Körper raus gibt es ja auch noch dafür, die 93. Das ist so der extreme Stil von Marc Marquez. Dazu können wir aber auch noch Beine raus beim Bremsen. Nein, ja, Füße beim Start, beide Füße. Wir können aber auch nur den rechten Fuß oder gar den linken Fuß nehmen. Ich weiß gar nicht, ob was besser ist. Ich würde jetzt tendieren, dass ich wahrscheinlich den rechten Fuß eher draußen hätte. Bremsfinger 2, 1 oder 4. Keiner macht 3. 3 haut auch, glaube ich, gar nicht so schön. Ja, das ist eigentlich egal. Ist auch gar nicht so wichtig. Dann haben wir natürlich jetzt hier die Möglichkeit, auch Helme, Nummern, Team und so zu erstellen. Zum Beispiel hier Helmdesign. Natürlich einzelne Stile von Helme, die wir erstellen können, samt Motive zum Beispiel. Wir nehmen jetzt einfach mal den hier und da können wir verschiedenste Sticker raufpacken. Mal vollflächig. Und dann können wir hier irgendwelche schönen Motive machen. Nehmen wir eine schöne Farbe hier und können einfach hier den überall raussetzen, wo wir wollen. Also, ist jetzt nicht so meins, aber da könnt ihr euch so richtig schön austoben. Waren die Jahre auch schon immer richtig toll gewesen. War jetzt nicht so meins gewesen. Nummern. Und Nummern will ich mal ganz gerne gucken, wie einfach es zu übertragen ist. Ich hatte immer so meine Probleme gehabt. Aber hier sind schöne Sachen mittlerweile dabei. Also es kommt immer mehr zustande. So die Sachen, auch mit Federn und so, war jetzt nicht dabei gewesen. Also wen es gefällt, ist natürlich eine andere Sache. Wir haben mittlerweile auch relativ viele Schriftarten. Aber ich sehe nicht jede Schriftart leider mit ihrer Nummer dazu. Aber ich würde ja gerne mal hier die hier nehmen. Da ich ja 89 geboren bin, tendiere ich natürlich mehr zur Zahl 89. Und nehme mal hier irgendwie eine schöne grelle Farbe. Und können versuchen, die jetzt so ein bisschen auszutangieren, damit die einigermaßen zentriert und groß genug ist. Und das Ganze hier mega doll vergrößern. Also solche Sachen kannst du natürlich auch machen, um später dir deine eigene Nummer zu erstellen. Will ich gar nicht so weit jetzt in Detail gehen, aber das sind Sachen, die natürlich auch die letzten Jahre schon vorkamen, unser eigenes Team erstellen. Dazu kommen wir aber sowieso, denn natürlich auch die allererste Folge von MotoGP 22 soll auch die Erstellung unserer Karriere sein. Genauso wie Fahrersticker könnt ihr auch alles machen, was hinten steht. Da könnt ihr euren eigenen schönen Spitznamen nehmen. Und ja, wir können ja mal Fahrersticker nehmen, weil ich würde doch ganz gerne vielleicht irgendwie Stikutin hier auswählen. Was ich mir mittlerweile eigentlich schon fast erwünschen würde, wäre tatsächlich, weil es könnte ja auch eigentlich ein bisschen simpler sein, dass man wirklich sagt, okay, komm, buchstabier mir doch einfach ein Wort. Das wäre echt eine schöne Sache. Das sehe ich aber ehrlich gesagt bis jetzt hier immer noch nicht. Gerade bei Fahrerstickern, was willst du da großartig machen? Du kannst ja Fahrersticker nehmen und jetzt müsste ich aber die ganzen Sachen entweder minutiös versuchen, selbst zu erstellen oder halt natürlich mit einer Kopiefunktion das nacheinander zu rein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, könnte ich jetzt sagen, okay, komm, machen wir jetzt auf eine gewisse Größe. Könnten wir so machen und jetzt einmal ersetzen. Dann einmal auf A, dann ist er drauf. Weiter. Und wenn du jetzt wirklich nur einen Namen haben möchtest oder irgendeinen Spruch, dann wäre es super gewesen, hätte man wahrscheinlich doch eher die Möglichkeit, wirklich so wie hier, wie es da steht, glaube ich, Marquez drauf, einfach denn den Namen Marquez zu schreiben mit der gewünschten Art von Schrift und dann darauf zu stanzen. Das wäre schön gewesen, aber okay. So, dann würde ich mal sagen, komm. Kommen wir mal zur neuen Karriere. Die gehen wir mal schnell durch. Wir haben natürlich die Möglichkeit zwischen MotoGP, Moto2 und Moto. Wir haben natürlich die Möglichkeit zwischen Moto3, Moto2 und MotoGP uns zu entscheiden. Wir wählen einfach jetzt mal hier die Moto2 offiziell Season 2022. Können aber auch eine Zwischenseason machen oder eine kurze Saison. Wir nehmen aber natürlich die offizielle mit 22 Rennstrecken. Haben wir jetzt hier unseren persönlichen Manager. Da hat sich nicht viel verändert zu den letzten Jahren. Verzeihung für die Leute, die vielleicht generell dazu neu springen, aber ich werde viele Vergleiche auch zu den letzten Jahren ein bisschen setzen. Wir haben auf alle Fälle unsere Manager. Die können wir sowieso im Laufe der Saison alle noch ändern. Die werden alle jedenfalls stärker, schlechter, je nachdem, wie ihr es halt mal sehen wollt. Aber wir haben viele Verhandlungen mit neuen Managern. Ja, da geht es halt so ein bisschen darum, wie viel verdienen die, was können die für Verträge aushandeln und wie sind so die Beobachtungen zu anderen Sachen. Das ist ja alles so ein bisschen ausgeglichen. Der eine ist dort besser, der andere dort. Manche sind dann halt komplett ausgeglichen, wie zum Beispiel die Charlene Pinier. Und die würde ich ganz gerne auch nehmen.
Wie gesagt, Verhandlungen kommen später sowieso. Suche nach Vertrag mit Bergs Team und neues Team erstellen. Und das ist ja immer eine schöne Sache, sein eigenes Team zu erstellen. Wir können uns hier auswählen und ihr könnt später aber sowieso noch andere große Hersteller nehmen. Wir haben aber erstmal nur zwei Hersteller. Wir haben einmal Kenwood und Oakley Wasteland. Man sieht ja die Teamleistung. Die ist nicht komplett anders. Kündigungsklausel ist halt ein bisschen anders. Und natürlich das Jahresgehalt. Das ist aber Peanuts teilweise. Zielbonus Grand Prix 21 Mal ist je nachdem denn 6.000 Credits gegenüber 4.000. Dafür haben wir einen Bonusvertrag zur Zeichnung von 57.000 gegenüber 72.000. Und ja, in Sachen Meisterschaftsziel, wir müssen unter den Top 15 in den Rennen. Oder Top 10, das ist bei beiden fast das gleiche. Ich würde jetzt einfach mal Oakland nehmen. Maximal geht beides sehr hoch. Das wollen sie hier unter der Schrift. Boah, schön gemacht. Habt ihr das gesehen? Waldemar van der Lok. Schönes Detail. Unserem Fahrer. Gut, der Name ist gleich geblieben. Komischerweise, das Gesicht haben sie geändert, aber ist ja halb so schlimm. Den hatten wir ja hier gehabt. Fahrernummer, siehst du, die wollten wir ja noch ändern. So, 89. Hat er übernommen. Sehr schön. Der Helm an sich, den könnt ihr aber auch während der Saison natürlich wechseln. Wir nehmen jetzt einfach den hier. Die Nummer. Da habe ich mir jetzt einfach gedacht, komm, ich bin mittlerweile 32. Nimm mal die 32. Fahrersticker war bei mir Iceman. Könnt ihr aber alles auch nochmal ändern. Die Handschuhe, ihr wisst ja Bescheid. Wir können aber auch hier die Farbe ändern. Obwohl ich das Motorrad von Oakley gar nicht mal so schlecht finde. Weil das könnt ihr natürlich auch selbstverständlich ein wenig ändern. Das könnt ihr aber auch im Laufe der Saison ein bisschen ändern. Ihr habt jetzt die Lackierung. Verzeihung, habe ich gar nicht so richtig gecheckt. Entweder das oder das. Finde ich gar nicht mal so schlecht, die Farbe auf Anhieb. Das können wir einfach mal verwenden. Verkleidung, da könnt ihr natürlich die Lackierung ändern. Wir haben jetzt aktuell eher so ein sehr, sehr dunkles Blau bis in so ein Türkisblau hinein. Felgen könnt ihr natürlich dann in den Sinne auch ändern. Da würde ich schon fast mal sagen, Vorder. So ein schönes Rot. Ist ja schon kein Rot mehr. Doch, das ist ja aber Rot. Wir haben matt, wir haben aber Hochglanz. Und hinten genau das gleiche. Finde ich nicht schlecht. Und den Anzug an sich, da können wir auch die Musterung aber bestimmen. Was wir jetzt sagen, okay. Was passt am besten dazu. Aber die Farbe finde ich schon mal gar nicht schlecht. Die könnt ihr aber, wie ich schon gerade immer erwähnt habe, irgendwann einfach wechseln. Und dann würde ich mal sagen, bestätigen. Da ist es, das zukünftige Weltmeisterteam. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, hier sind wir jetzt im Hauptmenü. Und das sieht auf alle Fälle ein bisschen moderner aus, das Ganze. Wir haben natürlich jetzt hier die Funktion in Sachen Kalender. Können wir ins nächste Rennwochenende springen. Unser Vertragsmanagement, Management für die Technik und Personal, wo wir dann Sachen zusammenstellen, weil wir sind natürlich auch, oder wir haben ja das Kalex Hauptquartier jetzt in dem Falle mit unserem Team, wo wir Sachen ein bisschen auslüften. Motor, Aerodynamik, Rahmen und Elektronik. Ansonsten haben wir auch ein Junior-Team, was zusammenstellen können. Und hier Anpassung, deswegen Lackierung könnt ihr sowieso während der Saison vornehmen, wie ihr wollt. Das seht ihr ja hier. Das ist alles gar kein Problem. Deswegen dachte ich mir, blau ist erstmal schick, passt schon mal ganz gut. Also wesentlich aufgeräumter und wesentlich schöner. Hier ist das MotoGP 22 für 70 Euro. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen und die nächste Folge wird auf alle Fälle sein. Zum einen, wir machen ein Vergleichsvideo zwischen MotoGP 22 und dem alten Version der 21er und wir werden mal unser allererstes Training und MotoGP Academy durchziehen, damit wir ein bisschen gucken können, okay, wo sind unsere Defizite, was müssen wir eigentlich machen? Was müssen wir beherrschen, um ordentlich Motorrad fahren zu können? Das ist zum Beispiel eine Sache, darauf freue ich mich schon. Die gab es die Jahre davor so nicht.
Also Freunde, in diesem Sinne, schreibt mal was jetzt in die Kommentare. Würdet ihr euch das Spiel holen? Was sagt ihr zu dem neuen Spiel? Findet ihr auch, dass in jedem Jahr eigentlich nur kleinere Updates kommen, aber dann für einen vollen Preis? Ist das noch zeitgemäß oder beziehungsweise in der zeitgemäß ist es ja, weil es ist halt einfach profitabler für die Entwickler. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Gebt ihr ganz einen Daumen hoch und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.